Zumindest hat man immer die Arschkarte. Handelsliga. Ah, Handelsstation geschlossen, verdammt. Ich kann jetzt mir aussuchen, Legitimität weniger, Prestige weniger. Wir machen Prestige weniger, weil ich es mir eh gleich zurückholen werde. So. Ey, sollst du die Salzburger da oben angreifen? Achso, deswegen, weil er mir hier Sundgau, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, besetzt hat. Ich weiß gar nicht, warum haben die Habsburger da Gebiete? Ich weiß ja, dass die Habsburger so aus dem süddeutschen bzw. nordschweizerischen Gebiet abstammen. Also hier so, aus der Richtung. Ah, wunderbar. Die Salzburger Armee ist vernichtet worden. Salzburg haben wir jetzt auch besetzt. Könnten wir an sich schon den Frieden vereinbaren? Was man als Frieden bezeichnen kann, Annexion. Ja, komm, weg damit. So, Salzburg haben wir jetzt annektiert. Das ist nicht unbedingt toll für uns gewesen, weil uns das jetzt 8 Ruf gegeben hat. Aber... alles für den, fürs Wohle des Reiches. Richtig. Meckert eh keine rum, weil ich der Kaiser bin. Aber wer, du bist nicht Kaiser und du machst so etwas. Oh. Ist ganz schlecht. Hat man die Arschkarte gezogen. Ja, grob gesagt. Vermeintliche Freunde sind auf einmal böse Feinde. Das kann sein. Es muss nicht, aber es kann sein. Klar, ich soll meistens Unabhängigkeit entlassen. Bist du bekloppt? Scheiß Baden, ey. Krieg's noch lange nicht vorbei, mein Freund. So, jetzt hat Mailand, Mailand sage ich jetzt schon, jetzt hat Venedig Frieden mit Bosnien gemacht. Was bedeutet, dass ich eventuell mehr Feinde vor mir habe, aber muss nicht unbedingt sein. So, wenn das noch wieder gute Stabilität, mal kurz gucken. Die Ausgaben gingen ja relativ großzügig zur Staatskasse über, das kann ich jetzt wieder ein bisschen senken. Damit ich mehr für die Technologien habe. So, Venedig kommt aus seiner Hauptstadt nicht mehr raus. Das ist schon mal sehr gut. Wobei, ich könnte an sich meine Armee mal sammeln für einen Schlag gegen die Badener. Damit ich ihn ja mal rauskriege. Joa, machen wir mal. Was soll ich eigentlich mit der Schweiz denn für einen Frieden machen? Was meinst du? Ja, wenn es geht, nimm dir da das eine Gebiet. Ein, zwei Gebiete. Dann sind die schon mal fürs nächste Mal angeschlagen. Das schon, aber ich hab's dann auch als Feind, ne? So gesehen. Boah, du machst sie gleich komplett platt. Das kannst du auch machen. Ja, komplett machen kann ich auch machen. Das würde mir aber zu viel Ruf geben. Und wenn ich zu viel Ruf habe, kann es sein, dass ein paar andere Staaten denken, der Kaiser, wird Zeit, dass wir den platt machen. Baut sich der Ruf in der Zeit von alleine dann wieder ab? Der baut sich von alleine ab, aber relativ gering, weil ich jetzt illegales Reichsterritorium besitze, wie du siehst. Ich würde es aber riskieren. Das machst du ja nicht. Du bist ja nicht einer, der jetzt Krieg macht, aber die Schweiz hat ja selber Schuld. Die hat sich ja eingemischt, hätte es ja nicht machen müssen. Ja gut, war bündnistreuer, ne? Die Schweiz jetzt dahin geschickt hat. So. Ich würde sie annektieren mit den Worten, wer sich gegen den Kaiser stellt, der hat es nicht anders verdient. Wobei sie sich nicht unbedingt einfach so annektieren lassen. Es könnte nämlich sein, dass sie, sagen wir schnell, die Frieden, die Kriegspunkte zu groß wären, als dass sie annektieren könnte. Das gibt's auch. Zum Beispiel dann sollen sie dir einfach Geld geben. Ja, das sowieso. Also zum Beispiel Ungarn kannst du zum Beispiel in einem Krieg nicht komplett annektieren. Oder vasalisieren kannst du nicht, weil sie zu groß sind. Schweine. Da musst du mehrere Kriege draus machen. So, Baden haben wir jetzt ziemlich weit zurückgedrängt. Mal gucken, wie wir weitermachen. Oh, ich habe einen Ideenplatz. Das ist gut. Ich kann jetzt nämlich so eine Idee hinzufügen. Kann aus dem ganzen Jahr mir was nehmen. Erstmal Staatsmann mit Bosnien. So, was nehmen wir denn? Wir können entweder Vizekönig machen, erhöht die Tarife. Wir können auch prestigisch Land schlachten.
Armeetradition jährlich macht doch Sinn, oder? Ja, würde ich auch sagen. Machen wir jährliche Armeetradition einen mehr. Ist ja ganz nett. So, die Badener sind soweit erstmal gestraft. Ich würde erstmal ein Gebiet zurückholen. Und dann kümmern wir uns um die, dass wir da Frieden machen. Dann machen wir Frieden mit der Schweiz und schon Schluss mit Venedig. Weil das ist auch ähnlich wie Hearts of Iron, wenn du mit einem Bündnisführer Frieden vereinbarst, dann sind alle anderen aus dem Krieg draußen. Das heißt, wenn ich jetzt zuerst Frieden mit Venedig machen würde, wäre weißer Frieden quasi mit Baden und mit der Schweiz. Und das ist ja nicht das, was wir erreichen wollen. Nee, ich will da schon Druck aufbauen. Also erstmal das Gebiet wieder besetzen, was eigentlich mir gehört. Und das klappt erstmal nicht, das ist doof. Immer diese Anfangszeit, wo man nur Piken und so einen Scheiß besitzt. Ich freue mich so auf, wenn die ersten Schusswaffen kommen. Dann wird es alles viel übersichtlicher. Huch, wie kommen die denn da hin? Das ist gleich doof. Muss ich mir was zu überlegen? Achso, hat sich schon von alleine geklärt, na wunderbar. So, Schweiz, 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 Schweiz. Die Hälfte haben wir grob. Aber die Schweizer Armee ist jetzt auch wieder zurückgekehrt mit ihren komischen 8000 Mann. Und hat St. Gallen wieder erobert. Die Schweine. So, unser Gebiet haben wir zurückerobert. Damit haben wir die Badener eigentlich schon aus dem Krieg rausgekegelt. Quasi. Ich würde gerne Venedig besetzen, aber dann schicken die mir ihre Flotte hier raus und dann komme ich hier nicht über die Meerenge. Beziehungsweise, ja, was heißt Meerenge? Venedig halt, ne? Ja, scheiß KI. Ja, ist ein Arschlöcher. Weißen Frieden will ich in der Schweiz eigentlich auch nicht vereinbaren. Nee, da hat sich der Krieg gegen die ja gar nicht gelohnt. Richtig. Aber meine Verbündeten machen auch nicht gerade das, was ich von ihnen eigentlich jetzt erwarte. Okay, aber Baden ist jetzt erstmal draußen. Das ist doch immer so, die Gegner an KI sind immer richtig schlau und deine Verbündeten kann man in eine Tonne treten. Ja, die machen eher so einen auf ihr Ding. Ach du Scheiße, England hat sich jetzt Schottland als Vasallen geholt. Nein. Boah, das sieht so scheiße da oben aus. Ah, England halt. So, Bayern sieht auch nicht so schön aus, ne? Sah mal besser aus. Sieht noch nach kein Sieger in diesem Krieg aus. Wäre aber interessant mal zu sehen, wie stark beide Nationen so sind. Und vielleicht kann man sich das ja irgendwie zum Vorteil ausnutzen. Also mal gucken, vielleicht können wir ja Baden besetzen. Das wäre irgendwie schön, dann wäre der Krieg auch da vorbei. Ah, noch nicht ganz. Ja gut, Frieden mit Naxos werde ich nicht vereinbaren können, weil ich weiß nicht, ob du weißt, wo Naxos ist. Nee, aber wo? Irgendwo in Griechenland. Ach so. Ach, so ein kleiner Popelstaat da. Richtig, und da ich auch so eine unglaublich hohe Marine besitze, naja, ne. So, Baden ist besiegt. Dann können wir Frieden mit dem verhandeln. Mal sehen, was können wir denn hier machen? Also Gebiete besetzen macht keinen Sinn. Verträge aufkündigen, ja, das könnte man machen. Geld haben sie keins, Schweinerei. Dann sollen sie Verträge aufkündigen. Immerhin etwas. Ja, kriege ich auch Prestige, das ist auch gut. Haben sie kein Geld für mich?
Voll die Schweine. So, gehen wir mal nach Bern. Dann muss ich uns noch die Schweiz rauskegeln. Das ist ja nicht das Problem. Nicht so richtig, ich muss nur die 8000 Mann beseitigen und dann haben wir es eigentlich schon. Nur meine Truppen sind gerade nicht in bester Verfassung. Dann zieh doch von unten da, von Treviso noch. Ja, nur da sind noch 15.000 von Venedig. Und wenn ich jetzt da weggehe, dann kommen sie hochgestanden wie die Schweine. Kann ich ja auch nicht machen. Müssen wir ein bisschen warten. Nebenbei, der Norweger läuft hier in Ferreira rum. Jetzt möchte auch ein Stück vom Kuchen abhaben, irgendwo unten im Süden. Ja, nur weil das ganze Reich. Kalt da oben. Nur weil das ganze Reich momentan hier in Krieg zerfällt. Vor allem bei meinem ersten Österreich-Spiel, da habe ich das Reich richtig vom Krieg so rausgelöst und habe es richtig geführt, dass da keine Scheiße gebaut wird. Bist aber Österreich geblieben, oder wie? Ja, fast. Sagen wir so, ich bin Österreich, bin auch fast so weit gekommen, dass ich Heilige Römische Reich ausrufen konnte. Aber dann hatte ich keine Lust mehr gehabt, weil ich es dann zu großes Reich hatte, sagen wir es mal so. Ach so. Also ich habe durch eine Staatsehe habe ich dann das gesamte Gebiet von Kastilien noch bekommen. Und naja, das war jetzt ein bisschen zu viel, weil Kastilien hat so abenteuermäßig so in Richtung Türkei geschaut. Und noch ein bisschen so in Norwegen und ein bisschen in England. Ja, das war alles ein bisschen zu viel für mich. Ach ja, das finde ich aber so witzig. Die landen immer irgendwo, wo man es nicht erwartet. England erklärt Japan den Krieg. Zack, auf einmal sind sie da irgendwo hinten und gucken da im Pazifik rum. Och, Menno, Savoy. Was, jetzt wo ich dabei war, den Krieg zu gewinnen, da kommt so eine Scheiße. Naja, ein Verbündeter weniger, ist ja nicht schlimm. Haben mir eh nie wirklich geholfen. Wie es anhört, ey. Weißt du, ich bin kurz vor dem Sieg quasi, ne? Was machen sie? Ach, wir machen Separatfrieden jetzt mit den guten alten Venedigern. Tun alle Verträge aufkündigen mit mir und den anderen Staaten. Vielleicht fallen sie dir in den Rücken. Nee, das machen sie nicht. Wurde nicht vasalisiert oder sowas in der Art. Wobei ich es ihnen auch zugetraut hätte. So, aber ich glaube, mit Venedig kann ich nur einen normalen Frieden vereinbaren, weil ich keine weiteren Kriegspunkte bekomme. Weil wenn ich einmarschieren will in Venedig, schicken die ihre scheiß Flotte raus und dann... Oder? Da ist momentan keine da. Kann es sein, dass ich jetzt in Venedig einmarschiere? Na. Natürlich, kommen sie dann. Machen sie teilweise extra die Penner. So, Schweiz gibt's auch nicht mehr so viel von. Gar nichts mehr. Nur zwei Provinzen noch. Ja, aber keine Armee und nix. Noch 1000 Mann. Die gucken hier in der Lombardei rum. Ach da, ja, jetzt nichts mehr. Wow, die reißen das bestimmt nochmal rum. Ja klar. Ja, und dann ist der Krieg schon wieder vorbei. Yeah, Frieden. Verlieren 5 Prestige, dafür kriege ich mehr Geld. Ja. Schickt mir hier nochmal Prestige durch den Krieg, also. Ist doch schön. Verdienst für nebenbei. Wobei, ich könnte von Venedig, wenn das funktioniert, eine Menge Geld einfordern. Oh nein, Ubrin hat sich ja neu gegründet. Warum tun die eigentlich immer diese neuen Staaten einsetzen? Hat sich irgendwas hier geändert? Nö. Die wollen alle frei sein. Na, Hauptsache noch mehr Uneinigkeit, ne? Immer mehr Uneinigkeit in diesem Reich. Das finde ich auch total beschissen. Du kriegst quasi Reichsautorität, wenn du mehr Uneins bringst im Heiligen Römischen Reich.
Yeah, ich bin in Venedig. Da war die Flotte mal ganz weit weg. Wahrscheinlich unten irgendwo da, wo sie ihn besetzt hatten. Keine Ahnung, wo sie sind. Ist mir auch scheißegal. Hauptsache, jetzt, hey, da kommen geflohen. Sie. Geflohen. Die entdecken jetzt Amerika. Ach so. Wie funktioniert das eigentlich hier in dem Spiel mit dem Entdecken? Das kommt per Event. Da werden einfach so nach und nach die Provinzen aufgedeckt. Ach so. Also ist das nicht so, wenn du da jetzt ein Schiff nimmst oder so eine Flotte und regelst deine Richtung Amerika, deckst du das Stück für Stück auf? Ah, okay. Das deckt sich Stück für Stück auf. Ist ja pro Nation anders. Zum Beispiel, wenn du einen arabischen Staat nimmst, dann kannst du zum Beispiel nicht nach Skandinavien gucken. Da siehst du das noch nicht. Ah. Das ist ganz nett gemacht, wie ich finde. Ja. Das finde ich auch. Mauer durchbrochen, Vorteil. Nutzen die nicht ganz aus. Doch, nutzen sie aus. Wunderbar. Nur noch ein Gebiet. In Venedig sieht es irgendwie voll nach der Massenschlägerei aus. Ja, das ist genauso wie die Schlacht um Königsmund. Ja. Die eine, finde ich, viel zu beschissene Wendung genommen hat. Ja komm, alles jetzt auf gut gehen geht ja auch, ist auch scheiße. Ja, aber so aus dem Nichts. Tywin war in Kastalinstein. Der war am anderen Ende der Welt, der war am Arsch der Welt. Und auf einmal kommt er dann mit so ein paar Reitern angeritten und macht fast die gesamte Armee von Stannis kaputt. So, 50 Gulden können sie mir geben, mehr auch nicht. Wobei man weiß auch nicht wirklich ganz genau, wie groß die Armee jetzt von Stannis ist, ne? Oh, die war schon. Hast du anhand der Flotte gesehen? Das fand ich schön gemacht mit dem komischen. Wie hieß das noch? Das Feuer? Mit dem Seefeuer? Seefeuer, so hieß das, genau. Das war eine gute Idee und haben sie auch gut umgesetzt dann, aber. Das war auch, ich sag mal, nicht so erwartet. Das war. Naja, weil. Aber ich muss ehrlich gestehen, im ersten Moment dachte ich, dass damit die ganze Flotte kaputt geht, aber. Da kam dann ja ordentlich noch welche an Land. Und auf einmal kommt Tywin aus dem Hinterhalt und sie will ihrem hier, wie heißt sie denn noch? Cersei will ihrem Sohn da gerade die scheiß Pillen geben. Und dann kommt er rein. Oh, Königsmund ist wieder unser. Da. Aber was ich viel interessanter finde, war ganz am Ende die Untotenarmee, die dann da auf einmal kam. Ja, du musst ja irgendwie ein bisschen Spannung noch reinbringen für den nächsten Teil, ne? Ich habe mal ein bisschen geguckt, ich weiß noch, was Daenerys noch für eine Rolle zufällt. Das wird noch sehr spannend. Ich habe da so das Gefühl, also ist jetzt nur reine Theorie, ne? ob du das jetzt schon weißt oder nicht. Ich habe so das Gefühl, wenn Daenerys rüberkommt nach Westeros mit ihren drei Drachen, wird sie irgendwie die ganzen Untotenarmee rösten müssen, oder sowas in der Art. Also Daenerys wird noch eine sehr große Rolle zufällen, die wird noch viele, viele Staffeln dabei sein. Wie viele Staffeln haben die eigentlich dafür geplant? Also Bücher gibt's ja mittlerweile 9, glaube ich. Ich meine, ich habe sogar 10 gesehen. Und es war ja so, dass die ersten beiden Bücher für die erste Staffel genommen wurden. Der zweite und dritte Band wurde die zweite Staffel. Aber der fünfte Band ist schon alleine so groß und komplex, dass dafür eine komplett eigene Staffel genommen wird. Und dasselbe wird wahrscheinlich auch mit dem sechsten Band passieren. Und da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also da kommen schon noch ein paar Staffeln. Was ich allerdings schade finde, ist, dass die, ich sag mal, so wenig Folgen haben, aber dafür sind die Folgen auch über länger. Also die sind ja immer eine Stunde lang. Normale Serien gehen ja immer nur so halbe Stunde, 20 Minuten bis halbe Stunde. Aber für alle wirklich, die das noch nicht kennen, schaut es euch an, liest die Bücher, das ist sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Übrigens, die Osmanen haben sich gerade Konstantinopel geholt. Die Ottos? Die Ottomanen. Sollen wir versuchen, Venedig zu erobern? Ja, hau rein da. Das gibt nichts. Jetzt habe ich durch das ganze Gesabbel gar nicht gemerkt, dass du schon mit Schweiz Frieden hast. Ja. Was hast du jetzt angenommen da? Ich habe von den 50 Gulden Dukaten kassiert. Und ein paar Verträge aufgekündigt, die sie gemacht haben. Nichts Großes. Halt einen normalen Frieden, dass sie nicht sauer auf mich sein sollten.